Hallo zusammen und willkommen zurück zu Unreal Engine. Heute geht's weiter. Wir wollen heute endlich mal was hier in unserem Viewport machen. Wir wollen was sehen, nicht nur das da. Und dazu, ja, brauchen wir hier noch eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich uns hier mal was besorgt, nämlich ein Country Field, so hieß das ganze Ding. Einfach danach googeln. Hat jemand kostenlos auf Open Game Art zur Verfügung gestellt als SVG, aber das könnt ihr ohne Probleme in eine PNG-Datei umwandeln. Im Endeffekt gleich wie die Sprites. Ihr könnt irgendwelche Bilder hierfür benutzen und könnt die dann hier reinziehen. Und das wird jetzt unser Spielhintergrund werden. Zugegeben, vielleicht nicht ganz so passend für das Setting. Ich meine, wir wollten eigentlich einen Ritter haben, der vielleicht Skelette vermöbelt. Wäre vielleicht irgendwie ein Kerker oder sowas cooler gewesen. Aber ich meine, hey, das ist ja auch nur ein Beispiel. Ich erwarte dann natürlich von euch, dass ihr es besser macht. Und ihr könnt gerade nicht sehen, wie ich zwinker. Deswegen, naja, egal. Auf jeden Fall habe ich hier auch noch unser Material, das wir gerade schon benutzt hatten im letzten Video, habe ich hier noch mal reingezogen. Beziehungsweise reinkopiert in den Sprites-Ordner, damit wir das hier auch noch nachher für Sachen wie Boden oder sowas verwenden können, wobei das jetzt eher unserem Szenario entspricht, von wegen hier ganz düsteres Dings der Bumser. Okay, gut, was wir jetzt als erstes machen müssen, ist hier mal was so umstellen, dass es nicht mehr 3D ist. Und dazu gehen wir hier auf nicht Perspektive oder Perspective, sondern wir gehen auf eine Front-Ansicht. So, ja, das ist jetzt erstmal mega abschreckend und wir sehen, dass das hier übrigens 10 Meter sind. Das ist mega abschreckend und nicht gerade hübsch, deswegen schalten wir hier mal Wireframe aus und gehen hier auf Unlit, beziehungsweise sogar auf Lit könnt ihr euch aussuchen. Ich sag die Wireframe aus. Wireframe aus. Okay, und ja, egal, wir ziehen jetzt einfach erstmal hier das, achso, ja, Wireframe sieht man gar nicht, klar, weil wir noch keine Objekte drin hatten. Ja, ich dachte, ich habe jetzt irgendwie gerade hier, egal, vergesst es, ich bin immer noch leicht müde. Okay, ja, und dann ziehen wir einfach dieses Country Field hier rein, dann sehen wir, dass das nicht funktioniert. Warum können wir das jetzt nicht hier reinziehen, ist doch genau das, was wir eigentlich brauchen. Der Grund dafür ist der, dass wir hier einen Sprite draus machen müssen. Wir können keine Texturen einfach so reinziehen, wir können Materialien draus machen, dann können wir sie auf Objekte drauflegen oder wir können Sprites draus machen, dann sind das Ganze zweidimensionale Objekte und genau das ist das in unserem Fall, was wir hier machen wollen. Das heißt, wir machen hier einen Rechtsklick drauf und dann haben wir oben Sprite Actions. Wir können Create Sprite machen, Extract Sprite, Apply Paper 2D Texture Settings und Create Tile Set. Die drei unteren werden wir vielleicht noch behandeln, vor allem das hier ist eine super geile Funktion, muss ich sagen. Create Sprite ist jetzt aber im ersten oder direkt jetzt am Anfang mal das, was wir hier brauchen. So, ich mache jetzt hier auch mal einen Doppelklick drauf, dann, okay, zu klein, dann sehen wir, was hier passiert. Wir haben nämlich hier auch nochmal ein eigenes Fenster und zwar ein Sprite-Editor, beziehungsweise Sprite, keine Ahnung, wie es genau heißt. Gute Frage eigentlich. Okay, und ja, was wir hier jetzt haben, ist, wir haben hier automatisch schon die Front View, klar, dass es nicht unser normaler Viewport ist. Wir haben hier Lit, das Ganze kann man aber auch Unlit angucken, sieht genau gleich aus. Also wir wollten ja kein Licht benutzen, deswegen meine ich jetzt hier gerade Unlit. Und wir benutzen hier gerade das Translucent Unlit Sprite Material. Das ist auch völlig in Ordnung, sieht ja gut aus. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was genau bringt mir das? Ganz einfach, das werden wir hier nachher noch genauer sehen. Wir haben hier Source Region, das sind so verschiedene einzelne Bereiche hier oben. Also wir haben die View, das ist der normale Bereich, die Source Region, die Collision und die Edit Render Geometry. Und ja, das sind sozusagen die wichtigen vier Bestandteile. Vor allem Edit Source Region wird euch nachher sehr, sehr viel Spaß bereiten. Und das meine ich wörtlich, also es ist wirklich eine super Funktion, genauso wie Edit Collision. Damit kann man logischerweise die Kollision eingrenzen, das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, was passiert, wenn ich jetzt das hier zum Beispiel verschieben möchte. Ich möchte nicht, dass man hier an der Ecke noch kollidieren kann, dann kann ich das hier einfach umstellen. Bei der Source Region, da werden wir nachher noch genauer drauf kommen und Edit Render Geometry werden wir auch noch genauer drauf zu sprechen kommen. In unserem Fall reicht das aber einfach mal, wenn wir das jetzt so hier reinziehen und wir sehen, es ist halt einfach mickrig, ne? Also ich gehe hier mal rein, das ist, ja, vielleicht 5 Meter oder sowas, das ist halt echt nicht viel, wobei es könnte sogar fast reichen. Aber okay, genau, und dann schiebe ich das jetzt hier mal einfach hier unten hin. So, jetzt diese rote Linie, das ist so der Punkt, an dem wird der Charakter sterben, wenn wir da drüber fallen. Also wenn wir da sozusagen
Aber wenn wir da drüber laufen, dann sterben wir einfach. Und ja, mir ist es dann doch ein bisschen zu klein. Das soll ja unser Hintergrund werden. Das heißt, wir skalieren das jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen hoch. Ein bisschen, habe ich gesagt. Ja, so. So passt das eigentlich ganz gut. Wenn wir über die rote Linie fallen oder unter die rote Linie fallen, dann sterben wir. Und das ist auch so gewollt. So, ja, so war das auch beabsichtigt. Genau. Okay, was wir jetzt hier sehen ist, naja, das Ganze ist hier anstelle 000. Das ist jetzt nicht unbedingt der Punkt, wo wir einen Hintergrund haben wollen. Deswegen setzen wir das jetzt hier mal auf minus 290. Und hier kommt jetzt tatsächlich noch die dritte Dimension zum Tragen. Also das hier ist jetzt als erstes mal die Y-Koordinate. Das ist sozusagen hinten und vorne. Was weiter hinten ist, sprich minus 290 ist weiter hinten als 0, das ist natürlich dann von dem, was weiter vorne ist, einfach verdeckt. Und so kann man dann bestimmen, was auf welcher Ebene ist. Aber wir wollen auch keine Kollision mit den Bäumen im Hintergrund oder sowas haben. Das ist alles völlig okay. Und ja, das ist auch eigentlich soweit in Ordnung. Jetzt machen wir das fast gleiche hier mal mit unserem Concrete Tile. Und dann machen wir hier auch ein Create Sprite. Gehen hier kurz rein. Und hier können wir jetzt tatsächlich einfach auch mal unser Default Material umändern in unseren Level Prototype. Und dann sehen wir auch gleich, was das Ganze jetzt bei uns überhaupt bewirkt und warum wir den ausgewählt haben. Das ist sozusagen das Material, das jetzt hier für diese Textur verwendet werden soll. Und ja, übrigens können wir hier natürlich dann auch noch alles einstellen, soweit. Ja, aber gut, das ist eigentlich soweit. Ja, das ist soweit in Ordnung. Ziehen wir hier einfach rein. Jetzt haben wir hier dieses kleine Dings. Oh, ich mag dieses Wireframe-artige etwas echt nicht. Okay, aber egal. Ziehen wir das hier so rein und ja, ich glaube, das passt erstmal hier unten so. Wobei, wir sollten es vielleicht schauen, dass wir es hier oder so hin haben. Genau. Und dann skalieren wir das Ganze einfach mal ein bisschen breiter. Schieben es wieder. Okay, es war nicht breit genug. Ja, da, also es muss ja auch nicht genau sein. Ich meine, das ist okay so. So, und das Tolle ist jetzt, wenn wir da mal ganz kurz. Okay, doch nicht. Wenn wir das jetzt uns mal so angucken und ich verschiebe das, wir sehen, was dieses Offset eigentlich mit dieser Textur macht. Die Textur, die wird nicht einfach mitgezogen, sondern sie verschiebt sich. Und das ist das Coole. Also ich würde euch da einfach mal empfehlen, guckt bei euch auch mal nach. Die Textur, es ist, als würde die Textur an einem Platz bleiben und wir würden einfach nur den Rahmen, wo wir die Textur einblenden, uns mal ein bisschen angucken oder den Rahmen sozusagen verschieben. Und das ist halt auch super geil, weil man das einfach, ja, weil es dann einfach gut aussieht. Und wir können jetzt ohne Probleme einfach sagen, hey, wir ziehen jetzt hier noch so ein Ding rein, ziehen das hierher. Und wir müssen nicht irgendwie darauf achten, dass die auch wirklich genau übereinander sind, dass die Textur an der Stelle passt. Nein, sie passt einfach immer, weil wir eben das mit der World Position gemacht haben. Das heißt, wir können hier was reinziehen, wir können hier was reinziehen. Die Texturen, die passen einfach immer perfekt aufeinander. Deswegen haben wir das Ganze gemacht. Das heißt, die sind halt nicht irgendwie verzogen oder sowas, sondern sie stimmen einfach immer. So, also ich mache das jetzt nochmal. Wir sehen es hier. Kein Problem, sieht alles super aus und das wäre eben nicht der Fall, wenn wir das mit der Textur letztes Video nicht gemacht hätten. Jetzt machen wir das doch ein bisschen tiefer, so. Und dann können wir hier einfach hergehen, können hier per Alt und ziehen einfach auch nochmal sowas haben. So, das ist jetzt unser Level, sieht nicht besonders hübsch aus. Da vielleicht dann, keine Ahnung, könnt ihr sowas machen wie, oh, hier ist eine Wand von einem Schloss oder sowas. Ich wollte jetzt einfach bloß das Level ein bisschen beschränken, damit man eben nicht rausfliegen kann. Ihr könnt es auch einfach offen lassen und man fliegt raus und wenn man runterkommt, dann stirbt man halt. Kann man auch machen. Ja, ist dann im Endeffekt eure Geschmackssache und auch eure Entscheidung. Ich meine, immerhin macht ihr das ganze Spiel und ich zeige euch nur, wie es geht. Okay, cool. Und ja, das ist erstmal unser Level Outline sozusagen. Und genau, wir können jetzt hier tatsächlich auch schon Player Start reinziehen. Oh, okay. Wir sehen, dass wir hier dann doch ein bisschen zu groß geworden sind. Ups. Egal. nee, ich glaube, ich skaliere das Ganze wieder mal ein bisschen runter, weil das wirklich groß geworden ist. Ich habe irgendwie die Größe verschätzt. Ja, aber das müsst ihr jetzt sozusagen nicht mitmachen hier und mir dabei zusehen, sondern genau.
Wir machen einfach mal nächstes Mal wieder weiter und nächstes Mal gibt es dann auch sowas wie Charaktere oder sowas. Also dieses Mal hatten wir sozusagen Mini-Intro in Sprites, weil ihr nur Sprites reinziehen könnt und wie man das Ganze so ein bisschen begrenzen kann. Und nächstes Mal verarbeiten wir dann unsere beiden Ritter hier. Noch nicht zu einer Animation, sondern nur zu Sprites. Gut, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.